der Ring ist noch da. Wie geil, Alter. Alles verfallen hier. Zehn Jahre war ich nicht mehr hier. Woher weiß er, Auf dass wir einer da sind? 800 Hektar Ranch am Forneysee. Habe im Radio gehört, dass du in der Nähe von Roswell gesehen wurdest. Ich dachte mir schon, du würdest herkommen. Nichts hier drin hat schlimme Erinnerungen. Warum bist du dann hier? Willst du dich verstecken? Brauchst du Geld? Tja, da bist du auf dem Holzweg, mein Sohn. Zum Betteln ist es zu spät. Nichts kann wiedergutmachen, was du uns angetan hast. Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich nur an Gefluche und Frost im Gesicht. Wann benimmst du dich mal? Du bist aufsässig, undankbar, dämlich und mit schmutzigem Mundwerk. Ich habe gesehen, wo es für dich hinging. Ich war selbst mal in dem Loch und habe alles getan, um dich verdammt nochmal da rauszuholen. Was willst du denn Sie waren in noch? Haft. Ich wollte behandelt werden, als hätte ich dir. Was bedeutet nicht wie Hundescheiße an deinem Schuh? Ich habe mir den Arsch aufgerissen. Aber du warst nicht zu retten. Bist du jetzt so ein Superkiller-Terrorbombenleger? Du bist auf der falschen Seite. All die Jahre habe ich versucht, was zu bewegen. Aber alle waren gegen mich. Und als der Kanzler kam, hat sich vieles verbessert. Wenn man da mitspielt, kann man ein gutes Leben haben. Frag doch mal rum. Glasgow Witch ist ein Name, den man kennt und respektiert. Alles, was du anfasst, wird zu Scheiße. Ich brauche deinen Gestank hier nicht. Gesuchter Mörder. Bist zur Army gelaufen, als du alt genug warst? Hast deiner Mutter das Herz gebrochen? Wo ist sie? Sie ist weg. Was heißt weg? Seit wann, was ist passiert? Tja, es gab einen großen, gottverdammten Krieg. Und jetzt haben wir eine neue Regierung mit neuen Regeln. Sie haben sie geholt. Sie ist weg. Und was trägst du da für komische Sachen? Was bedeutet geholt? Sie haben alle geholt, die nicht hierher passen. Und das ist richtig. Diese Welt gehört jetzt uns. Wir müssen dafür sorgen, dass sie christlich bleibt. Du hast sie verraten. Und? Eine Frau, die immer nur meckert und einen Jungen zu einem Mörder erzogen hat. Aber ich habe es schon immer gewusst. Du bist einfach ein großer Haufen Scheiße. Alter, was ein Bastard, Alter. Alter, übel. Vater, ich bin dein Sohn. Auf deine verdammten Knie. Früher hatte ich Angst vor dir. Ich hätte mir in die Hose gemacht mit einem Gewehrlauf im Gesicht. Weißt du, was ich jetzt fühle? Ein gottverdammten Scheiß. Oh yeah. Und gleich noch eine, komm. Ei, ei. Alles gehört. Wer zur Hölle war da dran? Oh, oh, oh. Oh fuck. Oh Scheiße. Sie ist hier. Oh. Ich muss die Greifer zerstören. Oh.
Barry, Sophias Tagebuch, das müssen wir lesen. Das müssen wir auf jeden Fall lesen. 1907. Heute habe ich den hübschesten jungen Mann getroffen, den ich je gesehen habe. Es war auf der Versammlung der polnisch-amerikanischen Gesellschaft hier in Dallas. Mutter sagte, sein Name sei Rip und sein Vater wäre 89 von Polen nach Amerika ausgewandert. Sie sagte, seine Familie sei mittellos und hätte keinen guten Ruf. Er erzählte mir einen Witz über einen Affen und brachte mich zum Lachen. Ob ich ihn auch zum Lachen bringen könnte? Ich kenne viele Witze, aber vielleicht hält er mich dann für ungehobelt. Jedenfalls werde ich ihn am Sonntag bei Onkel Anatol wiedersehen. Bis dahin werde ich kaum ein Auge zubekommen. Die Seitenränder sind voller verschnörkelter, abstrakter Zeichnungen. Oh, wenn du gewusst hättest, Sophie. Was hängt das Haus in der Luft? What? Alter, was? Oh nein. Was denkst du überhaupt bloß, du Fotze? Alter. Mach's gut. Und auf deren fucking Besuch kann ich eigentlich verzichten, ey. Ich will da keiner in seinem Haus haben. Okay, jetzt nicht viel Blatt zum Kämpfen. Moment. Alter, what? Aber zumindest haben wir diesen Bastard erledigt, ey. Na, guck, ich wollte ja nicht runter. Nein! Gut trinken. Alter, wat? Wie viele denn? Okay, Munition haben wir auf jeden Fall genug. Was? Alter, wer denkt sich sowas aus? Dann gibt's Munition. Ah, nein, nein! Scheiße. Okay.
Alter, wie viele sind denn hier? Okay, ich hoffe mal, dass er nicht nur irgendwo rein rumhockt. Ist das eine gute Idee? Immerhin schweben wir in der Luft. What? Warum bin ich überhaupt hier? Warum nicht zu Hause? Bei dir, Anya? Ich weiß es nicht. Au! Das tat weh. Lampe. Hallo. Schauen Sie, General. Oh, wie schön. Na, oh, du Bitch. Möchten Sie die Braut jetzt küssen? Aber nicht vor der Hochzeit. Schicken wir ihn schlafen. Jawohl. Sie müssen sich jetzt ausruhen, während ich alles vorbereite. Irgendwie extrem async, kann das sein? Das sollte aber zum Release eigentlich nicht sein. Sehen Sie das? Lesen Sie! Ich darf mich vertraulich mit meinem Mandanten beraten. Soll ich den Richter anrufen? Dann stehen Sie morgen auf der Straße. Also darf ich jetzt zu meinem Mandanten oder wollen Sie es darauf ankommen lassen? Das ist doch, wie heißt er? Aus Roswell? Was soll das? Nehmen Sie die Kapuze ab! Sofort, Sie Wichser! Ach, kommen Sie! Wie soll er mit mir reden, wenn er dieses Ding im Gesicht hat? Nicht mein Problem, das bleibt drauf. Oh, meine Güte. Dürfen wir ein bisschen Privatsphäre haben? Ja. Wirklich? Ich krieg einen Anwalt? Sie sehen scheiße aus, Mann. Verdammt. Als ob Sie bald abnippeln. Wirklich. Steht ja. Nicht gut. Ja, danke schön. Aber hören Sie zu, die Verhandlung ist dann ein paar Wochen danach... wird man sie hinrichten. Die werden die ganze Farce weltweit im Fernsehen bringen. Der Scheiß wird aber so nicht laufen, da wir sie verdammt nochmal hier rausholen werden. Und zwar jetzt. Der das will ich hoffen. Sein. Denn die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem, aber wir müssen es wagen. Okay? Echt? Unglaublich, was ich alles tun muss, um hier reinzukommen. Obwohl ich ihr verfickter Anwalt bin. Ich bin wirklich angepisst. Aber hey, ich will so tun. Als hätten sie mich angegriffen. Und wenn die Kackwache reinkommt und sie sucht, schleiche ich mich an und ramme ihm das kleine Schätzchen hier direkt in den Schädel.
Ich nehme seine Schlüssel und seine Waffe und dann rolle ich sie zum Aufzug. Niete alles um, was unterwegs auftaucht. Dann runter zur Garage, wo Bombarde, Anja und die anderen mit dem Fluchtwagen warten. Ah ja, okay. Okay, bereit? Möge die Freakshow beginnen. Das tut so weh. Da. Sie haben ja keine Ahnung. Nehmen wir Ihnen das. Alter, was haben die uns da? Okay. Sobald wir draußen sind, kommt die Verfolgungsjagd. Ein Kugelhagel. Die haben verdammte Panzer. Wir aber haben ein Ass im Ärmel. Wenn wir so weit kommen, schaffen wir es. Ich lasse es aus. Schwierig wird der Weg zu der Garage. Hey, Hilfe! Machen Sie die Tür auf! Er hat mich angegriffen, Mann! Hat mir die Nase gebrochen, ist dann durch diese Tür entkommen! Dieser verdammte Terrorpilli, er läuft frei herum! Zurück! Und er hatte Hilfe! Sie kamen durch diese Tür und haben ihn geholt! Das war ein außerirdischer Mann! Und zum Film gehen. Guter Schuss, General. Noch. Idiot. Der war schon tot, als er das Gebäude betreten hat. Alter. Kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein Liebling, du lieblich. Mund aufmachen. Los. Genau so. Wie schmeckt das? Alter. Wie schmeckt das Schießpulver der Kugel, die ihren Freund getötet hat? Fühlt sich das an? Magst du den Geschmack? Oh, hören Sie das? Das ist meine Truppe, die ihre Freunde in der Garage angreift. Sie langweilen mich. Ich werde jetzt dort unten meinen Spaß haben. Anja. Meine Familie. Oh oh. Wochen vergehen. Oder mehr. Ich schwinde dahin. Und ich bete für das Ende. Wegen Diebstahls, Zerstörung diversen Eigentums, Unterstützung des Feindes, Folter, Terrorismus mit Atomwaffen im In- und Ausland, Hochverrat und grausamer Morde in tausenden Fällen. Nein. Wurden Sie schuldig gesprochen, William Joseph Blazkowicz. Selbst Männer wie ich blicken dem wahren Bösen nur selten ins Antlitz. Und es schmerzt mich, dass ich Sie nur zu etwas so Banalem wie der Todesstrafe verurteilen kann. Du kannst mich im Gefängnis stecken. Herr Blazkowicz, der schnelle, reine Tod. Eierlich. Guten Tag, meine Freunde. Die Sendung ist vorbei. Die Show ist vorbei. Übertragung abgebrochen. Ups. Okay, wir sollen vielleicht ein bisschen umgucken. Wir haben jetzt eine andere Waffe. Achso.
Oh yeah. Bin ich hier der Richter? Guten Tag. Ah, ist das eine Fernsehshow, die er genießt, hä? Ja, Schweine. Was? Alter, ah, oh, fuck, Mann. Scheiße. Boah, krass. Also wir haben so wenig HP. Alter, Mann! Okay, wir müssen den Klemm ein bisschen langsamer machen. Die so einen übelsten Damage da oben. Diese drei Hanseln dort. Okay, 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 okay. Ganz, ganz. Jetzt alle Ruhe hier. Das kann doch nicht wahr sein. Müssen wir vielleicht mal auf die Leben gucken, denn wir haben aber 50 HP an. Ja, gibt's ein bisschen Rüstung. Die andere Waffe. Wieso habe ich die andere Waffe nicht? Ah, komm, genießt die Fernsehshow, ist gleich vorbei hier.
Was ist jetzt los? Terrorist und Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Ich gibt's! Nein! Ach Mann! Kommt denn das schon wieder her? Huch! Nee, danke. Ich würde gern weiterleben. Oh, die sieht aber lustig aus. Ja, aber drauf. Ah, fuck. Da bin ich scheiße. Alter, was ist denn das für ein Arena-Kampf hier? Terrorwilli! Terrorist und Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Nein, danke. Nein, nicht wegschmeißen! Warum jetzt da hinten? Ah, Mann! Scheiße, irgendwie hängen wir ein bisschen in der Falle. Have you taken your German lessons? Here you come, Dad. Oh, vielen Dank.